Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar zum Thema 5M Surfer erstellen. Kubico, ihr habt sicherlich schon gelesen, worum es in diesem Video geht. Ja, bevor wir aber loslegen, würde ich gerne noch einmal mich bedanken. Danken und zwar bei den einzelnen Abonnenten. Ich gehe jetzt mal, boah, wie lange ist denn das Video her? Ich habe hier einige Videos jetzt nicht mich bedankt bei einzelnen Abonnenten. Ich mache jetzt einfach mal hier so, wie mal Daumen, 3 Wochen. Den hatten wir schon. Kann ich mich dran erinnern? Danke an Fabian für dein Abo. Ich weiß nicht, ob ich dich schon erwähnt hatte. Joe hat abonniert. Danke dir, Joe. Amir King hat abonniert. Danke dir, Amir. Zetio hat abonniert. Danke dir, Zetio. Nasra hat auch abonniert. Vor 6 Tagen. Nasra, danke. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, und Schlingelberger TV hat auch abonniert. Danke dir, Schlingelberger TV, für dein Abo. Dann hat, glaube ich, noch... Oh, das ist eine ganz interessante Schrift. Das kenne ich so noch gar nicht. Basti hat abonniert. Danke dir, Basti. Und der ModMac hat auch abonniert. Danke dir, ModMac, für dein Abo. Alle, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, trotzdem danke für euer Abo. Wenn ihr wollt, dass ich euch vorlese in einem Video, dann müsst ihr eure Abonnenten auf öffentlich stehen haben. Ja? So, wie ich sehe oder wie ich gesehen habe, haben seit dem letzten Video, ich glaube, 20 Abonnenten oder sowas um die Dreh rum. Müssten so 20 Abonnenten gewesen sein. Alter Falter, was ist mit euch los? Guck, da falle ich sogar um. Ernsthaft, das ist einfach, weiß nicht, sagenhaft. Danke, danke, danke für die ganzen Abonnenten, ja. Ich danke. So, jetzt muss ich aber hier erstmal mich wiederbeleben. Es hat irgendwie gerade voll gepasst, irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, echt danke, ihr seid echt spitze, ja. Also danke, danke, danke für eure ganzen Abos. Danke, danke, danke. Und ich hoffe, es geht natürlich auch so weiter. Hoffe ich natürlich. Letztes Video war Kubico Framework, beziehungsweise, was hatten wir im letzten Video? Was hatte ich da vorgestellt? Im letzten Video hatten wir vorgestellt, dass wir ein Surferpack machen. Ja, und da habe ich ja schon wieder lustige Sachen gelesen, also dass es Geld kosten soll und keine Ahnung, wovon ich eigentlich gar nichts erwähnt habe in dem Video. Ich habe nur gesagt, dass es keine 150 Euro kosten wird, so wie die meisten halt ihre Surferpacks anbieten. Ja? Aber ich habe ja nicht gesagt, dass es Geld kostet oder irgendwas erwähnt. Ja? Ich meine, klar werde ich es nicht, bestimmt nicht dauerhaft zur Verfügung stellen oder sowas, ja. Also kostenlos, weil es ist für mich, ihr müsst ja auch mal sehen, für was das für mich für ein Zeitaufwand ist. Ich gehe arbeiten, habe meinen Haushalt zu tun, dann sitze ich stundenlang an Skripten, um die umzuschreiben oder so zu ändern, dass sie funktionieren, dann möchte ich euch noch ein Surferpack erstellen. Dann habe ich Discord noch zu tun. Da gebe ich ein bisschen Support den ganzen Leuten. Und versuche den Leuten auch zu helfen, damit sie ihren eigenen Surfer erstellen können. Also manchmal platzt mir der Kopf. Und dann sagt man noch so, boah, okay, kostet ja bestimmt auch Geld. Ja, Leute, ich bin so gesehen 24/7 nur an dem Spaß hier zugange. Ne? Also, ja, jetzt habe ich mal 1-2 Wochen, also eine Woche... die letzten paar Tage habe ich halt kein Video gebracht, aber
Ey Leute, ich will auch mal einfach mal eine Woche wieder zocken und einfach mal alles um mich rum oder allgemein vergessen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht. Ich habe auch andere Probleme noch, außer wie Kubikor oder 5M oder allgemein Server erstellen, ja. Bitte habt Bedenken mit diesem Server-Pack. Es wird nicht so schnell kommen, also beziehungsweise wie gesagt, habe ich ja gesagt, es liegt an euch, wie schnell es kommt, je nachdem, wie aktiv der Kanal weiterhin wird. Werde ich dann natürlich auch mich mit ein oder zwei Leuten wahrscheinlich zusammensetzen und dieses Surferpack für euch erstellen. Vielleicht kommt auch mal noch ein neues KubiCore-Framework raus, worauf wir dann letztendlich aufbauen können. Ansonsten müssen wir eins nehmen, was schon so gut wie noch ganz ist, weil im aktuellsten ist ja einiges kaputt, beziehungsweise fehlt einiges. Aber wir werden da schon irgendwas schaukeln, sage ich mal so. Wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln, ne? So, wir fangen mal lieber an mit dem Video. Also wie gesagt nochmal, danke, danke für die ganzen Abonnenten, ja. So, also ihr habt ja hier den Shop, ja, den öffnet ihr einmal und da wollt ihr jetzt was hinzufügen und ihr wollt auch, dass es so aussieht. Moment, ich kaufe jetzt mal eins. Ihr wollt ja auch, dass es so aussieht zum Beispiel. So, pass auf. Also ihr habt jetzt was gekauft und ihr wollt, dass das auch benutzbar ist. Das heißt, wir drehen uns mal so, dass ihr das so essen könnt. Ja? So. Und ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr ein eigenes Item erstellt, also essensmäßig. Habt da schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr braucht praktisch nur ein Bild und was halt als Item dann gestreamt wird. Ihr müsst das Ganze eintragen und ihr müsst das Ganze woanders noch eintragen, damit es benutzbar ist. Ja? So, wir fangen mal an und natürlich müsst ihr es auch in den Shop eintragen. Ja? Wir fangen mal an und dazu gehen wir erstmal auf den Desktop. Weil nicht von den Fehlern hier, ne, beeinflussen lassen, das ist bloß ein Testserver, da stimmt bei irgendwas nicht. Ich teste aber bloß einzelne Scripts auf dem Testserver. Wir fangen an. Und zwar gehen wir einmal auf unseren Server, öffnen den mit WinSCP, ja, wie immer. Ja. Hab hier mal was vorbereitet in einem Ordner. Da sind Items drin, Essen und Trinken. Natürlich habe ich noch mehr, also ich werde da mal wahrscheinlich noch einiges hinzufügen. Ich habe auch ein komplettes Automatenskript, wo ihr das Zeug auch aus dem Automaten rauskriegt. Stelle ich auch mal noch vor, muss ich mir aber mal jetzt nach diesem Video noch auf der Liste schreiben, dass ich euch das auch mal noch zeige. Und ja, was picken wir uns denn mal raus? Wir picken uns mal raus. Wir picken uns jetzt mal hier einen Dr. Pepper raus. Und was können wir dann noch nehmen? Haben wir hier eine normale Cola? Fanta, Dr. Pepper. Nee, normale Cola haben wir hier gar nicht. Was nehmen wir noch? Haben wir hier noch was Essbares? Was ist das? Das sind ja eher, das ist ja eher, naja, egal. Das sind Kekse. Wir nehmen so einen Toast. So. Das sind einfach nur Bilder, ja? Das sind Bilder. So, jetzt geht's aber los. Ihr braucht zu den Bildern auch den Namen.
Dafür müsste ich jetzt hier gucken. Also müsst ihr euch erstellen, ja, so wie das Bild heißt. Glaube ich, müssen wir gleich mal gucken. Dr. Pepper Cola. Twinks. So, da haben wir. Könnte jetzt ein bisschen länger werden, das Video. Aber. Wo haben wir es denn? Coffee. Wir gucken einfach mal hier in dem Label. Nee, 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 nee. So, bei Image, da wird es ja gestreamt, da kommt das der Image-Name rein. Was hat man gesagt? Dr. Pepper, ne? Dr. Pepper Cola. Hier haben wir es doch. So. Und das gucken wir jetzt mal, was das ist. Ja, hier steht es hier. Dr. Pepper Cola. Das kopiere ich mir jetzt mal, weil das brauchen wir jetzt. Also was wir machen, wir gehen erstmal... in die Resources, öffnen QB, dann öffnen wir QB Core, gehen in Share It und da gehen wir in Items. So. Da mache ich jetzt mal hier zwei Striche und schreibe da mal extra Food hin. Die zwei Striche sagen, dass dieses hier nicht geladen wird, ja? So. So, hier machen wir noch eine Leerzeile zwischendrin. So. So. Dann fügen wir das, was wir gerade gefunden haben, ein. Wenn ihr googelt, findet ihr mehrere Sachen zwischen Essen und Trinken, ja? So. Aber das könnt ihr ja selbst machen, ja? Wenn ihr mal Google anschaltet, Essen und Trinken 5M, werdet ihr einiges finden. Ja? Ich zeige euch aber, wie ihr das einfügen könnt. So, ihr habt das jetzt hier eingefügt. So, dann ist das hier drin. Aufpassen, Komma nicht vergessen. Ja, wenn ihr das Komma fehlt, funktioniert das nicht mehr. So, und wir haben jetzt das Brot noch. Ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ich lösche das dann eh alles wieder raus. Ist jetzt aber nur ein Beispiel. So, wir haben jetzt das Brot noch. Das war hier oben. Ich gehe wieder hier rüber. Guck mir hier bei Label, wie es heißt. Kannst du eigentlich auch einfach suchen. Er findet es aber nicht. Das ist jetzt merkwürdig. Warum? Keine Ahnung, was da jetzt wieder nicht läuft. Aber das muss ja hier auch irgendwo stehen. Beans. Achso, ich muss hier hinten gucken, bei Item. Bei Image. Ist das echt nicht mit drin? Haben die das vergessen? Ihr habt es bestimmt schon gefunden, ich fliege bestimmt wieder vorbei. So, hier ist es nicht dabei. Hier ist es auch nicht dabei. Das ist auch nicht, das ist auch nicht, das ist auch nicht, das ist auch nicht, das nicht. Wir hätten auch jetzt einfach alles einfügen können, ne? Aber ich muss es ja wieder übertreiben und muss mir wieder einzelne Sachen raussuchen.
Das Brot ist wirklich nicht mehr dabei. Gut, dann nehmen wir was anderes und zwar wir nehmen Bueno. Ist da ein Bueno mit dabei? Ja, oder was? Warte mal. Pudding. Nee. Wir nehmen jetzt einfach irgendwas. So, und zwar nehmen wir. Das sieht alles nicht so lecker aus, aber. Gucken wir mal. Marshall Corny. Müssen wir mal hier bei Label gucken. Corner, 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 Corner. Jetzt werde ich aber langsam wild, ne? Cream Egg. Sorry, das Video geht leider ein bisschen länger. Das kann ich gerade nicht beeinflussen. Ich will euch das ja zeigen, wie es funktioniert. Wir nehmen den hier, marschequecks.de. Wir gucken mal. Wieso gucke ich eigentlich bei Label, wenn es bei Item steht? Ich Vollhorst. Aber das Brot steht trotzdem nicht drin, ne? Gut, wir gucken mal nach marschiquecks.de. Marshy Flake. Quicks SR, was ist ein SR? SB SR, das ist das hier unten. SR, wir wollen aber D haben. Marshy Flake. Musst du hier irgendwo stehen? Quicks, SR, SB. Das ist nicht mal sortiert, sehe ich gerade. Das ist nicht mal sortiert, die Scheiße. Marshy Beans, bla bla bla. Marshy Corner S, wir brauchen Marshy Quicks D. Ach Leute, ist das gerade hier für ein Schmarrn? Wir sind schon bei 19 Minuten, Alter. Nur weil ich so eine Wort suche und ihr habt es bestimmt schon dreimal gefunden.
Dann nehmen wir jetzt das oberste hier. Marschi Aero PNG. Fertig. Wo ist das? Gibt's nicht mal ein Aero Marche Vispa Volkos Twill Timeout Starburst? Passt auf, um das jetzt hier in die Länge zu strecken, mache ich mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Um das hier nicht in die Länge zu strecken, mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Dann zeige ich euch, wie das alles funktioniert. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe kaum eine Pause reingemacht, habe ich es gefunden. Tut mir leid, wenn ihr jetzt wirklich 20 Minuten angucken müsst oder so, keine Ahnung, um dass ich euch zeige, wie man das macht, aber geht gerade nicht anders. Hier haben wir es. Kopieren, einfügen, zack. Wir nehmen hier die zweite Zeile. Das brauchen wir aber gleich. So, Dr. Pepper Cola haben wir eingetragen. Wir nehmen hier die zweite Zeile. Ja, nur damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich glaube, euch geht es ja eh bloß darum, wie man die S-Bar macht. So, kopieren uns das hier raus. Tragen das. Oh, jetzt leck mich doch am. Tragen das hier drunter ein. So, haben wir die zwei eingetragen. So, jetzt kommt noch das nächste. Wir müssen die jetzt hier, Dr. Pepper Cola und so, dann noch in den Shop einfügen. Das zeige ich euch gleich noch. So, wir kopieren uns jetzt, ich mache das hier mal zur Seite, das ist die Items Lure. So, dann gehen wir jetzt in die Small Resources, ja. Wo haben wir's? Da gehen wir rein. Da gehen wir in die Config. Oh, und da findet ihr schon wieder Sachen, die ich eigentlich auch schon eingefügt habe. Die könnte ich jetzt eigentlich auch schon wieder in den Shop mit einfügen. Ja, so. Wir machen aber jetzt hier mal Dr. Pepper als Getränk. Wir kopieren uns jetzt hier so ein Moment 35,50 so. Wir kopieren uns jetzt hier das für ein Water Bottle raus. Kopieren wir uns einfach mal. Machen das unten drunter. So, fügen das ein. Das können wir hier alles so lassen. Und hier ändern wir einfach den Namen von eurem, was ihr einfügen wollt. Hier zum Beispiel Dr. Pepper Cola. Ändern wir hier rein. So. Dann könnt ihr das trinken. Ja. Beim Essen genauso. Da kopieren wir uns hier einfach ein Sandwich. So. Kopieren uns den.
fügen den hier unten ein. So. Dann, da wir ja keinen Sandwich haben, ihr nehmt einfach das, was ihr einfügen wollt. In dem Fall bei mir ist es jetzt der Margi Aero. So, den ersetze ich hier durch den Sandwich, speichere das Ganze ab, fertig. Heißt, wir können den essen, also wir machen die Bewegung, dass wir den essen und wir machen die Bewegung, dass wir die Dr. Pepper Cola trinken. So, so viel dazu. So, jetzt sind die Items eingefügt. Jetzt müsst ihr aber Folgendes noch machen. Ihr müsst die Sache auch noch in den Shop einfügen, dass die im Shop sind. So, dafür geht ihr in die Kobi Shops Config. Dann sucht ihr euch hier am Anfang, das sind die Shops, normal, ja. Sucht euch hier einfach ein Item aus. Beispiel haben wir hier Rolling Paper. Kopieren wir uns einfach mal. Kopieren. Eins unten drunter, ändern das hier zu 13. So. Machen wir auch. Hier müssen wir ändern. Ja. Dann macht ihr jetzt dieses hier. Diesen Riegel da macht ihr jetzt hier einfach rein. So. So ganz wichtig ist, ihr müsst die Bilder noch in die Items reinschmeißen. Ne? Zeige ich euch gleich. Ne? Einfach nachmachen. Dann sollte es kein Problem sein. So. Da. Dann kopieren wir uns nochmal hier die 13 zum Beispiel. Weil wir brauchen ja auch noch das Getränk. So, machen nochmal hier drunter die 13. Ändern die 13 auf 14 ab. Ansonsten funktioniert das nicht. So, da fügen wir Dr. Pepper Cola ein. So. Machen das hier wieder so, wie es war. Ich glaube, so war das. Das ist egal, spielt keine Rolle, ob das weiter vorne steht oder nicht. Speichern den Spaß ab. Jetzt haben wir das auch im Shop drin. Ja, so sollte klar sein. So, jetzt next step. Wir haben das ja unter Items eingefügt. So, jetzt müssen wir aber noch in die QB Core Inventory beziehungsweise QB Inventory. So, da gehen wir in die Inventory, gehen HTML Images. Scrollen ganz runter, nehmen die zwei Sachen hier, fügen die da ein. Fertig. Jetzt müsste rein theoretischerweise alles im Shop drin sein. So, ihr startet euren Server neu. Na gut, bei mir fährt er gerade runter. Ich wollte ihn eigentlich neu starten, aber ist okay. So. Wenn ihr den neu gestartet habt, geht ihr einfach auf eurem Server. Ja? Also wie gesagt, wenn ihr solche Sachen sucht, Google ist euer Freund und Helfer. Gebt einfach Essen und Trinken ein oder Eat and Drinks, 5M. Am besten immer auf Englisch suchen, findet ihr meistens mehr als wie auf Deutsch. Ja? Aber ihr könnt es in beiden versuchen. Essen und Trinken oder Eat and Drinks. Ja? So, gehen wir mal gucken. Rein theoretisch weise müsste das jetzt alles im Shop sein, das müsste benutzbar sein und die Preise habe ich natürlich vergessen, die Preise müsst ihr selber noch eintragen, ja, die Preise im Shop, die habe ich vergessen, ich habe jetzt die Originalpreise genommen von dem einen, ja, also von dem normalen Toast oder was das war, Sandwich. So.
Dann einloggen, wie immer. Letzte Position. Kleiner Moment. So. Jetzt haben wir ein Problem. Das nicht geladen. You're telling me. Hä? Was ist denn falsch mit dem? Warum lädt er das nicht? Ha, okay. Anfängerfehler. Wir haben vergessen zu speichern. Mach noch mal kurz zu verwüstet. Sorry. Sorry, Leute. Das kann mal passieren. Ich habe vergessen, das andere zu speichern, wo ich das eingetragen habe. Deswegen kann er das nicht als Item lesen. Also, ihr müsst wirklich alles so machen, wie ich gesagt habe, aber ihr dürft nicht vergessen zu speichern. Das ist halt leider... Ach, Mann! Naja, also seht ihr mal, wie es ist. So ist es halt auch in Wirklichkeit. Es entstehen halt mal Fehler, ne? Wo man nichts machen kann. Außer nachzugucken, woran liegt's denn? Aber ich habe gerade gesehen, okay, da muss er irgendwo was nicht gespeichert haben. Also das heißt, in der Kubico hat er jetzt die Items nicht drin gehabt, aber im Shop dafür, weißt du? Er konnte praktisch jetzt nichts anbieten, außer zwei leere Plätze, weil er die Dings nicht gefunden hat. Die Items, weil die halt noch nicht eingetragen waren, die waren nicht gespeichert. So, jetzt hoffe ich aber auch mal, dass es da dran lag. Und nicht, dass jetzt die nächste Kacke am Dampf ist. Es ist eigentlich alles ganz simpel und einfach, aber ich weiß nicht. Also heute ist sowieso, bin ich ein bisschen verpeilt. Es ist, ich meine, ich kam erst von der Arbeit und keine Ahnung. Wir haben heute ein bisschen zu tun gehabt. Ja, wenn man dann vom Chef noch von der Chefin mehrere Aufgaben kriegt und so weiter. Ja, ich gebe zu, ich bin die letzten Tage sowieso nicht so ganz in Form. So, guckt euch das an. Wir haben sie da. So, jetzt nehmen wir eins. Jeweils. Dr. Pepper und so. So, gehen wir raus. So. Und es ist essbar. Er hat zwar halt noch den Hamburger in der Hand, das könnt ihr aber auch ändern. Wie ihr das ändert, kann ich euch auch noch zeigen, ja. Ihr könnt auch ändern, wie viel soll das Wert bringen und sowas. Also, genau. Das hier hinter, ich zeige euch das nochmal kurz. Wo haben wir das eingefügt gerade eben? In der Small Resources, ja. So, passt auf. Ich zeige euch das nochmal, damit wir keine Missverständnisse haben. Auch wenn das Video jetzt lange geht, aber ist mir gerade egal, bin ich ehrlich. Ihr wollt was lernen, ich möchte euch was zeigen und da müsst ihr halt mal ein bisschen Zeit mitbringen. So, wir gehen nochmal in die Small Resource. Hier, das hier hinter ist, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber kann das sein, also ihr könnt mich ja gerne mal berichtigen, kann das sein, dass das Dings ist?
wie viel das auffüllt an Essen und Trinken oder beziehungsweise an Trinken. Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall kann man das auch noch irgendwo einstellen, was die einzelnen Lebensmittel an Essen und Trinken verbrauchen oder auffüllen. Ich glaube, das kann man auch noch irgendwo einstellen. Aber dazu gibt es vielleicht mal noch mehr. Also wie gesagt, hier könnt ihr das Essen einstellen. Bei Config Consumables Eat. Dann bei Consumables Drink könnt ihr Trinken einstellen. Und bei Alkohol könnt ihr natürlich den Alkohol hinzufügen. So. Soweit sind wir jetzt durch. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ich bedanke mich. Fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, allein schon wegen dem Kubicore Surfer Pack, was wir erstellen, beziehungsweise was ich erstellen möchte für euch. Wann genau das kommt, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, liegt an euch. Fleißig Daumen nach oben und fleißig abonnieren und ich werde auf jeden Fall Bescheid geben, wann es dann losgeht mit dem Kubico, beziehungsweise werdet ihr auch das im Discord sehen, wann es losgeht mit der Arbeit und ja, gut, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, bis dahin, euer SachsenGamer87 und sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat, ja, aber ich bin auch selber ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Zeug und heute war wieder das erste Video, was ich gemacht habe und das war ja eigentlich ein Video von einem Abonnent, der das wissen wollte, wie das funktioniert und ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn ich dir damit helfen konnte, lass einfach mal einen Kommentar unter diesem Video da, ja. Gut, bis dahin, haut's rein. Tschüssikowski und habt einen schönen Tag.